Hallo, liebe Kinder, ich freue mich, dass ihr dieses Jahr auch wieder alle dabei seid und die Adventsgeschichten hört aus der Fuhrmannskapelle. Ich darf euch heute eine Geschichte vorlesen, die am 2. Dezember gelesen wird. Vorneweg habe ich noch ein kleines Rätsel für euch. Wie viele Kerzen müssen am Adventskranz angezündet sein, bevor das Christkind? Könnt ihr euch mal überlegen in der Zeit, während ich euch die Geschichte vorlese. Adventskranz Überraschungen. Im letzten Jahr hat es bei den Brauns keinen Adventskranz gegeben. Oma ist krank gewesen. Da haben Mara, Max, Mama und Papa keine Lust zum Feiern gehabt. Dieses Jahr soll die Weihnachtszeit so gemütlich und weihnachtlich sein wie früher. Das haben sich alle vorgenommen und jeder hat sich heimlich eine besondere Adventsüberraschung ausgedacht. So kommt es, dass am ersten Adventssonntag 4 Adventskränze auf dem Tisch stehen. Von Papa ein Kranz aus Tannenzweigen mit roten Kerzen und Schleifen. Von Mama ein Kranz aus Weidenruten, verziert mit Hagebutten, Beeren und weißen Kerzen. Mara hat einen Kiefernzapfenkranz mit gelben Kerzen und Glitzersternen gebastelt. Auch Max ist nicht faul gewesen. Aus Draht hat er seinen Kranz geformt und zu den 4 blauen Kerzen bunte Überraschungsei-Figuren in das Drahtgeflecht gesteckt. Toll sehen sie aus, die 4 Adventskränze. Die Brauns staunen. Oha, sagt die Mama, dieses Jahr ist er wirklich da, der Advent. Gleich viermal. Mara muss lachen. Zünden wir einfach an allen Kränzen eine Kerze an, schlägt Max vor. Dann brennen 4 Adventskranzkerzen und vielleicht kommt Weihnachten so schneller. Träumer, Papa grinst. Und was machen wir nun mit diesen 4 Prachtkerzen? Grinsen? Sie überlegen und jeder von ihnen hat schnell eine Idee, wem sie einem Adventskranzgeschenk eine Freude machen könnten. Als die Browns später gemütlich bei Kaffee, Kuchen und Kerzenlicht am Tisch sitzen, läutet es an der Haustür. Es sind Oma und Opa mit einem riesig großen Adventskranz aus duftendem Tannengrün und einem Korb voller Plätzchen, Äpfeln, Mandarinen, Lebkuchen und Nüssen. Weil Advent im letzten Jahr ausgefallen ist, sagte Oma, dachten wir schenken euch einen besonders großen Adventskranz. Sie konnte nicht weiter, weil nun alle lachten und fröhlich waren.